Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema angedüftet, aufgebraucht und auch ein paar kleine Neuzugänge für den September 2021. Ich dachte eigentlich, es ist gar nicht so viel, aber es ist doch relativ viel. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Ich will gar nicht so viel drum herum reden, weil ich glaube, das Video wird schon lang. Deswegen fangen wir mal direkt an. Und zwar wollte ich euch nochmal eine klitzekleine Ausbeute zeigen an Neuzugängen, wo ich nicht wusste, wo ich das jetzt einordnen soll, ob ich da jetzt ein extra Video drüber machen soll. Aber dann dachte ich so, nee, das sind ja nur zwei, drei Sachen, ne? Da brauche ich jetzt kein extra Video für machen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich das jetzt einfach hier ins Aufgebraucht und angedüftelt und wie auch immer für September mit rein. Es geht um zwei große und eigentlich nur eine kleine Kerze. Davon habe ich allerdings drei Stück von der kleinen. Das ist die Viva Havana von Yankee Candle. Die habe ich in so einem Shop gefunden, der nannte sich Gewürze Schäfer oder so, glaube ich. Und die hatten diese kleinen Viva Havana für 8 Euro oder so. Dann dachte ich, what? Muss man natürlich bestellen, ne? Die sind von 2017. Ja, also wie gesagt, habe ich drei Stück von. Die anderen zwei stehen noch im Regal der Bath and Body Works Kerzen. Ich habe übrigens, ich zeige immer nur dieses Regal, aber ich habe da noch ein Regal, was auch rappelvoll ist. Da stehen meine ganzen Bath and Body Works und Kringle Candle Kerzen drin. Aber ich wollte ja mal ein Video machen über meine Kerzensammlung. Das werde ich irgendwann nochmal machen, aber das braucht ja auch Zeit und wahrscheinlich auch Hilfe. Weil ich habe mir gedacht, dass ich das mit dem Stativ irgendwie mache, dass ich dann immer so Regalboden für Regalboden einmal abfilme. Weil ich will die jetzt nicht alle rausholen und einzeln in die Kamera halten, weil dann wird das Video, glaube ich, 10 Stunden lang oder so, ne? Deswegen dachte ich mir, zeige ich immer so Regalboden für Regalboden, einfach mit der Kamera, ne? Und dann erzähle ich immer so ein bisschen was und ja, das war so der Plan. Ja, mal gucken, wenn ich das schaffe, weil ja, das ist immer nicht so einfach, ne? Familie, Arbeit und Hobby irgendwie zu vereinbaren. Deswegen, ja, ich werde mal gucken, ob ich das dieses Jahr noch schaffe. Ich hoffe. Naja, wie gesagt, auf jeden Fall, ja, davon habe ich mir jetzt drei Stück geholt, weil ich den Duft total schön finde. Also, ich habe da auch mit dem Manuel so ein bisschen geschrieben. Sei gegrüßt, falls du das überhaupt guckst. Und er hat mir auch gesagt, dass das sein absoluter Lieblingsduft ist. Und ich glaube, die Jacqueline, die findet den auch total toll. Also, der hat schon einige Fans, der Duft. Und ich hatte aber nie eine Kerze, ich habe immer nur eine Votive oder Tarts gehabt. Deswegen dachte ich mir, ja komm, holst du dir mal so eine kleine, ne? Dreimal. Dann ist es ja quasi auch wie eine große, Entschuldigung, wie eine große oder zumindest mittelgroße Kerze, ne? Dann habe ich mir noch zwei Bath & Body Works Kerzen geholt. Wie gesagt, wo ich nicht wusste, wo ich das jetzt noch mit einordnen soll. Deswegen habe ich es jetzt einfach hier mit reingenommen. Und zwar einmal die Vanilla Birch. Ich finde das Design auch so schön, ne, wie die das gemacht haben. Und bei Bath & Body Works, also ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, ne? Aber die haben ja ihre ganz normale Linie. Und dann haben die noch eine Linie, die nennt sich White Barn. Und das ist irgendwie so eine Sonderlinie von denen. Aber ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied sein soll. Vielleicht weiß das ja jemand von euch und kann mich da erleuchten, weil ich weiß es nicht. Und das Gute bei Bath & Body Works ist ja immer, da steht unten immer noch drauf, was Duftstoff, also was an Düften drin ist. Hier steht nämlich White Birch, also weiße Birke, Madagaskar Vanille, warmes Sandelholz und Essential Oils, also essentielle Öle oder wie sagt man das? Naja, ihr wisst, was ich meine. Oh, und ich finde das Schöne bei Bath & Body Works Kerzen ist ja immer, dass die eigentlich alle immer total süß riechen, oder? Also ich finde, Bath & Body Works Kerzen haben grundsätzlich immer so einen süßen Unterton. Ja, und hier ist das auch. Also man riecht eine richtig süße Vanille und dann noch ja, dieses Holzige, sag ich mal, von der Birke. Also total schön. Also, ach ja, ein schöner Duft. Gefällt mir sehr gut. Die Vanilla Birch. Genau. Packen wir auch zur Seite. Packen wir auch zur Seite. So, und dann der zweite Neuzugang ist der Hot Cocoa and Cream. Das ist auch so ein Duft, da habe ich so viel Gutes von gehört, von Bath & Body Works, soll der ja so toll sein. Und der authentischste und beste Kakaoduft sozusagen. Und ja, der muss natürlich auch mit. Da ist jetzt drin dekadente Milchschokolade. Ja, so frische, aufgeschlagene, heiße Milch.
Mini-Marshmallows und ja, Essential Oils. Ja, und ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr geiler Kakaoduft. Also, wer authentische, richtig geile, heiße Schokolade mit Sahne-Düfte sucht, das ist er. Das ist er. Es gibt auch einen von Kringle, den habe ich auch schon mal. Ah, ne, habe ich noch nicht erwähnt, das Video kommt noch. oder? Nee, das Video kam schon, das Kringle-Video. Da erzähle ich ja auch, dass dieser Hot Chocolate von Kringle nicht so meinem Geschmack entspricht, weil er zu herb ist. Und der ist halt richtig süß, sahnig, marshmallowig, also total geil. Ja, ich liebe den total. Das Einzige, was halt hier war, ist, was hier war, ist, ja. Ich gehe davon aus, dass den jemand retourniert hat, also gewarmert hat, retourniert hat. Und ich den dann bekommen habe, weil, schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ah doch, da sieht man, seht ihr diesen Rand? Als hätte der unter so einer kleinen Warmer-Dings gestanden, unter der, wie heißt die Beacon? Ist das die Beacon, diese ganz kleine? Als hätte die so kurz unter einer Beacon gestanden und dann, nö, gefällt mir nicht, geht wieder zurück. Seht ihr das? Ich habe dann auch mit dem Kundenservice ein bisschen hin und her geschrieben, aber dann dachte ich so, ja, komm. Ich habe jetzt auch keinen Bock, die wieder einzupacken und dann wieder zurückzuschicken und dann kriege ich eine neue und das dauert dann ja auch immer so 100 Jahre und habe ich gesagt, egal, komm, behältst du sie einfach, weil vom Duft her ist sie halt noch gut, ne? Also ich denke, sie hat nicht so lange gewarmert, aber ist halt trotzdem ärgerlich, ne? Warum macht man das? Also ich finde das total frech eigentlich, dass man gebrauchte Sachen einfach wieder zurückschickt und das dann einfach weiterverkauft. Also keine Ahnung, vielleicht wissen die das auch gar nicht bei Nutino da in der Retourenabteilung, dass es überhaupt sowas gibt. Ich meine, das sind ja auch nicht unbedingt jetzt Kerzenkenner, die da arbeiten, ne? Und ja, also dass die sowas halt gar nicht wissen, ne? Aber trotzdem, ich finde das auch ein bisschen frech überhaupt von den Leuten, die zu warmern und dann wieder zurückzuschicken, ne? Also klar, wenn der Duft einem nicht gefällt, kann ich das verstehen. Aber das merkst du doch schon, wenn du dran riechst oder nicht. Also ich hatte ja auch letztens eine Amazon-Kerze zurückgeschickt. Aber die habe ich nicht gewarmert oder so. Ich habe an der gerochen, habe direkt gemerkt, nee, ist nicht dein Ding und habe die wieder zurückgeschickt. Aber du musst die doch nicht erst warmern, um dann zu merken, dass sie dir nicht gefällt. Oder, ja, keine Ahnung, und dann zurückschicken. Also ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich würde das nie machen und ich finde das auch total frech. Ich hoffe, ich bin jetzt niemandem auf den Schlips getreten, aber ich finde, das geht gar nicht. Naja. Wie dem auch sei, das waren jetzt meine Neuzugänge. Und jetzt wollen wir erst aufgebraucht oder erst angedüftelt machen? Wir machen erst angedüftelt, oder? Also chronologisch neu, mittel, alt sozusagen, ne? Ja, machen wir so. Also, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen, sorry, angedüftelt. Und das ist jetzt auch die, die am meisten gebrannt hat eigentlich im September bei mir. Seht ihr das? Die ist auch schon gut. Ja, bis hier ist sie schon. Ja, das ist für so ein Hauswarmer ja schon viel, ne? Der Calm and Quiet Place von Yankee Candle. Das ist übrigens die, die ich umgetopft habe. Sieht man vielleicht auch. Also das Wachs ist halt nicht mehr so schön, aber sie brennt und das ist ja das Wichtigste. Also die ist auch schon, ja, wie gesagt, gut weggebrannt. Hat auch immer einen guten Pool gebildet. Also habe ich ganz gut hinbekommen, glaube ich, mit dem Umtopfen. Das Video dazu kommt übrigens auch noch irgendwann online, aber ich muss mal gucken, wo ich das dann mal dazwischen quetsche, ne? Weil irgendwie, man hat dann immer so viele Videoideen und das willst du noch drehen und das willst du noch drehen und irgendwie. Das ist halt eher so ein unwichtiges Video, finde ich, ne? So ein Umtopf-Video. Und deswegen habe ich das dann immer so immer weiter nach hinten geschoben. Ja, aber irgendwann wird es noch kommen. Dann seht ihr, wie ich diese Kerze hier umgetopft habe. Genau. Ja, aber wie gesagt, habe ich gebrannt. Ist ein sehr schöner Duft. Ist halt so ein bisschen verwandt, sage ich mal, mit der Sweet Nothings und auch mit der Autumn Pearl, finde ich. Und auch mit Noah's Ark von Goose Creek. Also das ist für mich alles so eine Duftkategorie, also in die Richtung geht der halt. Der ist nicht so süß wie Sweet Nothings, aber hat halt auch diese, ja, diese gediegene, dezente Note, die der Sweet Nothings halt auch hat. Ist jetzt irgendwie schwer zu beschreiben. Also der ist so ein bisschen parfümig, ein bisschen pudrig vielleicht auch. Ja. Ist da nicht auch Veilchen drin? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall. Ja, die hat sehr oft gebrannt im September, aber eher am Anfang des Septembers. Also ja, sie wurde dann irgendwann abgelöst von der Autumn Sunset. Die hatte ich dann auch mal an, aber jetzt nicht so oft. Ne? Sieht man, also die ist nicht so sehr abgebrannt bis jetzt.
Ja, aber die musst du natürlich jetzt auch mal ran, ne? Also der perfekte Herbstduft, ja, nicht der perfekte Herbstduft, aber ist halt so ein super schöner Herbstduft einfach, ne? Aus der Woodland Road Trip. Wood Road, ne? Nee. Ich krieg's nicht zusammen, ne? Ich krieg den Namen nicht auf die Kette. Ich weiß auch nicht, was ich da immer für ein Problem habe, ne? Aber ihr wisst, welche Kollektion. Ich meine, die Herbstkollektion, da war er drin. Und der ist halt sehr parfümig, holzig, aber auch so warm. Also ein sehr warmer Duft durch den Amber. Und ich weiß gar nicht, was da noch alles drin war. Aber Amber, Sandelholz, vielleicht irgendwie so. Also irgendwas so Hölzernes auf jeden Fall, da mit dem Amber. Und was Parfümiges und was sehr Warmes hat er. Ja, viele mögen den ja nicht so, ne? Aber ich finde den echt schön. Und das heißt, viele mögen den nicht. Also viele mögen den schon, aber viele finden halt, dass der zu parfümig ist irgendwie. Aber ich finde gerade das macht den so schön. Ja, ich finde den total toll. Und ja, zur Intensität muss ich sagen, joa. Also ich habe es ja gebrannt. Ich habe es nicht unter den Warmer gestellt. Ich weiß nicht, wie es unter dem Warmer ist, aber gebrannt, ja. Also wenn du jetzt hier im Wohnzimmer auf dem Sofa gesessen hast, kam dir mal so ein Lüftchen entgegen, ne? Und du dachtest so, ah ja, okay. Und wenn du den Raum dann mal verlassen hast und wieder reingekommen bist, dann hast du es auch gerochen. Aber es war jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit den Duft in der Nase hattest und dachtest so, boah, und toll und boah, ne? Also er ist keine Duftbombe. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Es ist keine Duftbombe, aber er ist schön. Er ist schön. Und darf im Oktober bestimmt auch nochmal brennen. Wobei wir jetzt im Oktober, ja, fast den ganzen Oktober nicht hier sein werden. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, dann muss ich den Oktober quasi so ein bisschen überspringen. Naja, und dann hatte ich noch gebrannt von Bath & Body Works so eine kleine Eindochtkerze, der Mahagoni Coconut. Und diese kleinen Kerzen, die waren ja in den USA im Sommer irgendwann so reduziert, die haben, glaube ich, nur $3 gekostet, ne? Oder wie $2,60 oder so. Habe ich mir ganz viele von geholt, ne? Weil, hallo, so wenig Geld. Ich meine, letztendlich mit dem Zoll und so, dann, ne, war es eigentlich gar nicht mehr so günstig, aber ja, der Wille zählt, ne? Der Wille zählt. Ja. Und das ist halt auch, finde ich, eher so ein maskuliner Duft. Also Mahagoni ist ja auch, ne, so ein schweres, maskulines Holz, würde ich schon sagen. Aber durch die Kokosnuss wird der Duft total schön abgerundet. Also es ist so ein maskuliner Duft, aber gleichzeitig auch süßer Duft durch die Kokosnuss. Also ich finde, das Verhältnis von Mahagoni und Kokosnuss ist hier so schön ausgewogen. Ich würde auch schon fast sagen, dass da auch Vanille drin ist. Aber das Label ist leider so ein bisschen, kann man nicht mehr lesen. Aber ich würde schon fast behaupten, da ist auch noch Vanille drin. Ja, also hat mir auch sehr gut gefallen. Würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen, glaube ich, aber ja, er war trotzdem schön oder ist schön. Ich habe ihn ja nicht so viel gebrannt, ne? Sieht man ja. Aber es ist ein schöner Duft. Ja, kann ich nicht meckern. Dann habe ich, jetzt haben wir noch zwei Kerzen und dann noch ein paar kleinere Sachen von den angedüfteten. Ne, aufgebraucht kommt ja noch. Ich hatte die Vanilla und Peach Tea auch von Bath & Body Works. Die habe ich zweimal zu Hause, weil die habe ich mir einmal gekauft und einmal hatte ich die, sorry, und einmal hatte ich die in einem Tauschpaket von Serpil mit drin. Liebe Grüße. Das heißt, ich habe die jetzt zweimal, deswegen tut es dann nicht so weh, sie mal zu brennen, ne? Ich bin ja immer so ein bisschen geizig bei meinen Bath & Body Works Kerzen, weil ja, ich will halt nicht, dass sie leer gehen, ne? Ja, und das ist halt so ein richtiger Pfirsich-Eistee-Duft mit Vanille. Also eigentlich total simpel, aber ja, total schön. Also ich hatte den meistens hier in meinem Holder, den sieht man jetzt nicht. Ich habe so einen Bath & Body Works Holder. So einen herbstlichen mit Füchsen und ich kann ja kurz zeigen, ne? Was soll der Geiz? Genau, den hatte ich mir auch mal in Amerika bestellt. Ich finde den so süß. Schau mal, mit dem Reh und dem Eichhörnchen und der Eule und der Fuchs. Total süß, ja. Und da stand die dann meistens drin, ne? Und dann hat sie da so ein bisschen vor sich hingebrannt. Ja. Genau. So. Ja, aber wie gesagt, ist ein schöner Duft. Ja, würde ich mir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt nochmal kaufen. Aber ich habe ja auch zwei zu Hause, dann brauche ich mir auch nicht nochmal kaufen, bis die leer sind.
Ja, wie gesagt, habe ich gebrannt. Also ich habe diesen Monat echt eigentlich alles gebrannt. Ich habe, glaube ich, nichts unterm Warmer gehabt. Bei mir ist das immer stimmungsabhängig. Ich mache das immer so, wie ich gerade Lust habe. Jo, deswegen, genau. Und dann, oh, diese Kerze, die hat mich so in den Wahnsinn getrieben. Die DW Home Marshmallow Ghost. Die hat so bescheiden abgebrannt. Die hat so getunnelt, ne? Und ich hasse das, wenn Kerzen tunneln. Und ich habe die schon echt immer 5, 6, 7 Stunden am Stück angehabt. Also die standen meistens in der Küche, weil der Duft ist nämlich auch überhaupt nicht schön. Also Marshmallow Ghost riecht wie verbrannte Marshmallows. Also das riecht nicht angenehm, das riecht nicht schön, das riecht einfach nach verbrannten, also auch nicht irgendwie so angeröstet, sondern wirklich verbrannt, verbrannte Marshmallows, so riecht das. Und immer wenn ich die in der Küche anhabe, würde ich am liebsten kotzen. Sorry, dass ich das so sage, aber die hat so einen eklig, also Brandgeruch. Ja, und dann hat sie auch noch getunnelt, ne? Und ich wollte sie einfach nur leer kriegen, ne? Und die liebe Sample hat mir dann den Tipp gegeben, das Wachs ist relativ weich. Und dann meinte sie, ja, kratzt doch das, was getunnelt ist, einfach mit einem Löffel raus. Das habe ich auch gemacht, ne? Sieht man das? Ja, so semi-professionell habe ich es dann da rausgekratzt. Und ja, ich habe auch keine Dochtpflege betrieben, wie man sieht. Also ich wollte einfach nur, dass sie leer geht, ne? Ich wollte einfach nur, dass sie leer geht. Ich habe es bis zur Hälfte ungefähr geschafft. Also sie ist, ja, so bis hier. Ja, doch, ist doch die Hälfte, oder? Also halb leer ist sie. Ich hoffe im Oktober, ja, wir sind ja im Oktober nicht da, aber ja, vielleicht im November dann kriege ich sie dann hoffentlich leer. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, wo gehst du denn hin? wir fliegen zu meinen Schwiegereltern in die Türkei. Oh, ich rede schon wieder viel zu viel. Naja, auf jeden Fall, so weiter geht's mit angedüftelt. Ich hatte in der Lampe von Scentsy den 100 Acre Wood, den Winnie-Pooh-Duft. Ja, da habe ich auch einen Post drüber gemacht auf Instagram. Ich habe auch nur zwei Würfelchen benutzt. Ist jetzt nicht so mein Duft. Ich liebe Winnie-Pooh über alles, aber es ist nicht mein Duft. Der riecht mir zu sehr nach frische Wäsche. Ich hätte ihn mir süßer gewünscht. Vielleicht so ein bisschen auch so Richtung Stargazing. Stargazing, wisst ihr ja, ist ja mein absoluter Liebling. Nee, war nicht so meins. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir in der Seele weh, weil ich Winnie-Pooh über alles liebe, aber leider nein. Dann hatte ich in der Lampe von Goose Creek My First Autumn, das ist der mit der super süßen Katze vorne drauf. Ein Herbstduft, ja, aber der ist wirklich schön, ne? Also der hat Apfel Aroma drin, also auch so roter Apfel. Total süß. Ich weiß gar nicht, was da jetzt noch drin sein soll, außer Apfel, aber es ist für mich halt eher so ein Apfelduft. Aber ich finde den total schön. Ich glaube, da sind auch irgendwie Beeren drin, weil der hat auch so ein bisschen was Beeriges. Ein sehr schöner Duft. Also, wer den noch nicht kennt, der ist auch schon älter. Schaut ihn euch mal an mit der Katze. Ich finde das total süß. Und ich bin ja auch ein Katzenfreund, ne? Von daher. Dann hatte ich in der Lampe den Sweet But Fierce. Den habe ich euch ja mal in einem New In gezeigt. Ein sehr schöner Duft. Also habe ich auch zweimal zu Hause und habe ich sogar doch in den Club gelegt. Ich meinte ja eigentlich, ich lege ihn nicht in den Club. Aber jetzt habe ich ihn, glaube ich, doch in den Club gelegt. Ein sehr schöner Duft. Also parfümig, süß. Ja, einfach wunderschön. Also, falls es euch interessiert, wie ich den Duft nochmal näher beschreibe, in dem Scentsy-Video, das war das Glamorous You-Video, da erzähle ich noch ein bisschen mehr dazu. Dann hatte ich in der Lampe den Aladdin-Duft, Three Wishes, auch ein sehr schöner Duft. Ein sehr beeriger Duft. Süß, also wirklich süß, beerig, fast schon künstlich süß. Aber total schön. Also der war auch super intensiv. Ich hatte einen Würfel, also ihr seht auch, ich habe bis jetzt nur einen Würfel benutzt. Ich hatte einen Würfel im Flur in der Lampe, also in der Steckdosenlampe. Wie lange war der da drin? 5 Tage? Der war super intensiv, der hat gar nicht mehr aufgehört. Also hat mir sehr gut gefallen, der Three Wishes. Wird bestimmt noch mal demnächst in die Lampe hüpfen. Man hat ja immer so viel, ne? Da weiß man gar nicht, was man zuerst in die Lampe schmeißen soll. Dann hatte ich jetzt vor ganz kurzem, ich glaube, das war gestern oder vorgestern, hatte ich den Welcome Little One in der Lampe. Das war vorgestern. Ja. Und ja, also ich hatte einen Würfel im Flur. Also die ganze Kollektion soll ja relativ schwach sein, ne? Aber der ist, glaube ich, noch mal der Schwächste der Schwachen. Also
Ein wunderschöner Duft. Ich habe den ja so gelobt, ne, in einem meiner Videos. Aber ich habe ihn nicht gerochen. Also, was heißt nicht gerochen? Ich habe ihn kaum gerochen. Also, unser Flur ist auch nicht groß, ne? Und der Aladin-Duft zum Beispiel, der ist dann immer noch so die Treppen hochgedüftelt, nach oben, ne, ins Obergeschoss. Aber bei dem, da musstest du schon echt deine Nase so über die Lampe halten, so, damit du da so ein bisschen was Zitrisches gerochen hast. Weil ich fand, man hat auch nur eine zitrische Note wahrgenommen, auch nichts anderes. Schade, schade dafür, dass ich den Duft so gelobt habe, dass der mir so gut gefällt. Habe ich ihn nicht gerochen. Aber den habe ich wieder gerochen. So, haltet euch fest, schnallt euch an. Ne? Jetzt kommt wieder mein absoluter Lieblingsduft. Der Stargazing. Den düftel ich, oder habe ich bis jetzt eigentlich nur im Schlafzimmer gedüftet. Ich habe auch nur zwei Würfel bis jetzt gedüftelt, weil, mein Gott, ist der intensiv, ne? Also im Schlafzimmer, also wir machen das immer so, es gibt ja so Leute, die müssen das immer komplett dunkel haben, wenn sie schlafen. Und dann gibt es Leute wie mich. Ich muss immer so noch so ein kleines Nachtlicht brennen haben. Ne? Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Deswegen habe ich halt so eine Sensi-Steckdosenlampe im Schlafzimmer. Und da habe ich halt immer so die ganze Nacht über dann halt immer so ein Stargazing-Würfelchen drin. Und ich habe einen Würfel bestimmt eine Woche drin. Also ich habe den jetzt seit 2 Wochen so im Schlafzimmer immer an. Bestimmt, ja, 2 Wochen kommt hin. Ich habe bis jetzt nur 2 Würfel gebraucht, weil der einfach so intensiv ist. Und ich muss sagen, wenn ich dann schlafe, dann rieche ich den Duft ja sowieso nicht mehr. Aber wenn ich dann morgens aufwache, dann riecht es halt so richtig schön noch nach Stargazing. Ne? Und ich finde, im Schlafzimmer muss es jetzt auch nicht so mega intensiv sein, dass ich sage, ich muss da jeden Tag einen Würfel reinhauen, weil das erschlägt einen sonst ja auch irgendwann. Ne? Also wir schlafen ja auch mit Tür zu und Fenster zu. Und dann ja, muss es jetzt auch nicht so krass intensiv nach Stargazing riechen. Ne? Deswegen, also so eine Woche hält ja echt gut durch. Also ja, klar, so am 6., 7. Tag ist dann auch nicht mehr so viel zu riechen, aber er ist immer noch wahrnehmbar am nächsten Morgen, wenn du dann aufwachst, ne, und dann ja, riecht es nach Stargazing. Große Liebe. Genau, das waren jetzt meine Sensi angedüftelt Bars. Dann habe ich jetzt noch ein bisschen Kleinkram, was ich noch angedüftelt habe. Die beiden hatte ich im Bad brennen. Die fand ich total angenehm im Bad. Einmal der Cool Raindrops und der Eukalyptus oder Eukalyptus Raindrops, beide von Goose Creek. Beide sehr aquatisch, beide sehr, ja, so beruhigend irgendwie, ne? Also ich finde die total schön, also die machen so ein bisschen auch Spa-Feeling, aber jetzt nicht so Spa im Sinne von so stechend so, sondern einfach so, so ganz entspannend irgendwie. Also die beiden harmonieren auch, also ich mische die auch immer, ne? Ich mache dann immer einen Würfel von dem und einen Würfel von dem. Sie sind auch schon, ja, der, also da habe ich 2 Würfelchen benutzt. Hier habe ich nur noch 2 Würfelchen drin. Und ja, die beiden gefallen mir echt sehr gut fürs Bad. Richtig schöne Düfte. Hm. Genau. Dann hatte ich noch in der Lampe, das sind jetzt alles Handmade-Sachen, die ich nicht leer bekommen habe. Duftzauberei Schwarzwald Hochzeitstag. Den hatte ich auch an unserem Hochzeitstag an, deswegen ja, habe ich da halt nur so ein Stückchen von der Rose quasi abgeschnitten und in die Lampe geworfen. War ein sehr schöner Rosenduft, hat mir sehr gut gefallen. Intensität war auch sehr gut. Er war dezent, also dezent im Sinne von, ja, du kamst dann halt rein und hast dann so einen schönen Rosenduft wahrgenommen. Und das war jetzt kein so BÄM, ne, so floral in your face Duft. Also der war wirklich, also eigentlich auch perfekt für den Tag so, ne, also für den Hochzeitstag. So gediegen und dezent, also nicht dezent, aber so unaufdringlich, genau, das ist das richtige Wort. Er war sehr unaufdringlich. Aber hat dem Raum trotzdem eine schöne Wärme verliehen. Also ja, hat mir sehr gut gefallen. Von daher, ja, mal gucken, nächstes Jahr oder so. Nein, aber irgendwann werde ich ihn dann bestimmt nochmal düfteln. Dann hatte ich in der Lampe von Bea das Luftschloss. Das war so ein längerer Riegel und da habe ich die Hälfte dann halt reingeschmissen. Die andere Hälfte habe ich jetzt noch. Das war auch ein sehr schöner Duft. Der war aquatisch, leicht holzig. Da ist, glaube ich, auch Treibholz drin. Genau, da hatte ich dann noch mit Bea so ein bisschen geschrieben. Und dann meinte sie irgendwie, das hat sie, glaube ich, als Kommentar, ist auch egal. Auf jeden Fall meinte sie irgendwie, ja, dass sie sich freut, dass er mir trotzdem gefällt, obwohl ich ja keine Treibholzdüfte mag. Ja, aber ich finde, das kommt zum Glück nicht so raus, dieses Treibholz, die Treibholznote. Aber es ist ein sehr schöner Duft. Ich weiß, dass der Grantelbart den auch total schön findet. Ja, genau. Und dann hatte ich, oh mein Gott, von Serpi, sei gegrüßt, der Marshmallow Ghost Pink. Seht ihr das, wie das schon ausgelaufen ist? Die liebe Serpil hat da so viel Duftöl reingeknallt, dass der komplett ausgelaufen ist, ne? Der ist
komplett durchgelaufen, ja. Aber mein Gott, war der intensiv, ne? Mein Gott. Da kann man eigentlich das Tütchen so aufmachen und irgendwo hinstellen und so als Raumduft irgendwie also ausdampfen lassen, ne? War sehr intensiv. Ein schöner Marshmallow-Pink-Sugar-Duft war das wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, hat mir sehr gut gefallen, aber habe ich nicht aufbrauchen können, weil der einfach so intensiv war, dass ich jetzt erstmal eine kleine Pause brauche, bevor ich die andere Hälfte nochmal düfte. Aber ja. Also Serpil macht das auch so hobbymäßig, ne? Also so wie ich auch. Ist voll Eigenwerbung, ne? Aber ja, ich habe da jetzt auch mit angefangen und mir macht das total Spaß. Und ich poste das auch immer ab und zu auf meiner anderen Instagram-Seite. Ich kann die euch ja mal verlinken, falls ihr da Interesse habt, könnt ihr da mal reingucken, was ich da immer so werkel und ja. Genau, also ich mache das auch wie Serpil, so ein bisschen in meiner Freizeit. Genau, und dann habe ich jetzt noch zwei In The Mood Düfte, In The Mood Design. Einmal hatte ich den More Than Just Vanilla in der Lampe. Habe ich aber nicht aufgebraucht, also die eine Hälfte der Hand habe ich jetzt noch. Und ja, das war ein sehr schöner orientalischer Vanilleduft. Also, nee, er war eher orientalisch und dann hat die Vanille das so ein bisschen abgerundet. Hat mir auch sehr gut gefallen, so ein bisschen mystisch auch, also war ein toller Duft. Auch sehr intensiv, aber ich habe auch relativ viel genommen, glaube ich. Und dann hatte ich noch den Ultimate House Seller in der Lampe. Da habe ich auch einen Post zu gemacht. Ich glaube, hatte ich zu dem auch einen Post gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ja, das ist halt so ein richtig geiler Duft, ne? Also, das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, ne? Wenn du da irgendwie dein Haus verkaufen willst, dann machst du nochmal alles sauber, bla bla. Naja, auf jeden Fall. Ja, aber das ist ein sehr schöner Duft. Also, der verleiht deinem Haus halt so einen cleanen Geruch irgendwie, ne? Als hättest du, was meinte Sandra noch, als hättest du geputzt und dann hättest du dann so weiße Blumen in deine Vase gestellt, ne? So, und dann riecht das richtig schön floral, frisch in deinem Haus. Ja, so riecht der. Also gefällt mir sehr gut. Habe ich drei Würfelchen benutzt. Also den einen habe ich dann hier nochmal. Ich dachte mir, vier ist bestimmt zu viel, deswegen mache ich nur drei. Und zwei wäre zu wenig, deswegen habe ich drei genommen. So, ne? Meine Logik. Naja, auf jeden Fall sehr schöner Duft. Ja, das waren schon die angedüftelten Düfte. Jetzt kommen wir zum Aufgebraucht. So, nach einer halben Stunde habe ich es endlich geschafft. Ich komme zu meinem Aufgebraucht. Ich habe eine Kerze aufgebraucht. Ich habe einige Melts aufgebraucht. Und ich habe auch ein bisschen random Sachen aufgebraucht, wo ich dachte, vielleicht interessiert euch das. Also, da sind halt auch so ein paar Kosmetik Haushaltsartikel drin. Ich dachte mir, ich zeige sie einfach. Ne? Wen es interessiert, der kann ja gucken. Und wen es nicht interessiert, der kann ja skippen. Ne? Von daher, aber ich fange jetzt erstmal an mit der Kerze, die ich aufgebraucht habe. Eine einzige, mein Gott. Aber ja, wenigstens eine. Ne? Und zwar, ich bin auch echt froh, dass sie jetzt leer ist. Ne? Die Banana Flower von Yankee Candle Home Inspiration. Mein Gott, hat die getunnelt. Und mein Gott, die roch ja nach nix. Ne? Also der Docht, den kann man nicht mehr anzünden. Der ist jetzt durch. Aber am Rand, ihr seht das ja, ne? Wie viel Wachs da noch ist und auch von außen sieht man das ja, ne? So bescheiden abgebrannt und also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, ne? Es gibt ja Leute, die tatsächlich behaupten, da riecht man was. Es riecht da null. 0,0 gar nichts. Das war einfach nur eine Deko-Kerze, quasi, die ein bisschen vor sich hingebrannt hat, wo ich einfach nur drauf gewartet habe, dass die endlich leer geht. Ich habe da nichts gerochen. Gar nichts. Also wirklich, ich sage das jetzt nicht so, ne? Sie sagt das jetzt, nein, wirklich, ich habe da nichts gerochen. Ich weiß nicht, ob das ein Montagsprodukt war oder was. Ich habe nichts gerochen. Nichts. Gar nichts. Ja, deswegen bin ich echt froh, dass sie jetzt endlich leer ist. So, dann zeige ich euch jetzt ganz kurz, und dann kommen wir auch zu den Düften, die ich aufgebraucht habe. Zeige ich euch ganz kurz so random, ne? Was ich so... Kommt dann jetzt auch alles in den Müll, ne? Was ich so aufgebraucht habe. Also hier habe ich einmal von Goose Creek so eine Handseife leer gemacht. Die, wie hieß die jetzt? Race for Days. Die fand ich ganz schön. Das war so ein richtig toller Sommerduft. Der hat auch richtig lange durchgehalten. Ich glaube so 2-3 Monate oder so. Habe ich die benutzt. Ja, die war echt ganz nice. Und das Coole an denen ist, das ist ja eine Schaumseife. Und bei Schaumseifen ist das ja oft so, dass die Hände so austrocknen, ne? Aber hier nicht, da ist auch extra, da sind extra Pflegestoffe drin. Also zum Beispiel Aloe Vera, Vitamin E, Provitamin B5. Ja. Deswegen, also der hinterlässt auch so einen kleinen Fettfilm, was ich total strange fand am Anfang, weil dann denkst du dir so, hey, du hast doch gerade Hände gewaschen. Warum hast du jetzt so einen komischen Film auf der Hand, ne? Aber das ist halt durch diese
Ja, durch diese Inhaltsstoffe. Und hier steht auch, der riecht nach Ananas, Melone, Clementine und Sandelholz. Also war ein echt schöner Duft. Hat mir gut gefallen. Ja. Genau, das habe ich leer gemacht. Dann habe ich leer gemacht eine Flüssigseife, oder wir, ne? Ich wohne hier ja nicht alleine. Eine Flüssigseife Bio-Minz und Bio-Bergamotte von der DM-Eigenmarke. Fand ich auch sehr schön. Hatte so einen richtig erfrischenden Moment. Also den hatten wir oben im Bad. Ja, so für den Sommer, wenn es dann so warm war, war das richtig schön erfrischend mit der Minze und der Zitrone. Ja, hat mir gut gefallen. Dann habe ich noch eine Seife leer gemacht. Die hatte ich in der Küche. Hygiene und Frische Orangenduft mit antibakteriellem Effekt von Fa. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und ich dachte mir halt so, antibakteriell in der Küche ist das ja eigentlich immer ganz gut, ne? Wenn man dann so gerade frisch fertig ist mit dem Kochen und dann kannst du auch mal schön Hände waschen. Ja. Habe ich gern benutzt. Und dann habe ich noch, das ist jetzt alles schon ein bisschen siffig, ne? Aber es stand ja auch im Bad. Von Nivea Pflegedusche Nature Fresh mit Aprikose, Mango und Reismilch. War ein sehr schöner Duft. Also den habe ich sehr gerne benutzt. Ist auch leer, ne? Sieht man. War ein sehr schöner Duft. Also Aprikose, Mango und dann die Reismilch. Oh, richtig schön. Also richtig schöner, fruchtiger Duft. War im Sommer sehr schön. Ja, ich habe da, glaube ich, 2, 3 Monate gebraucht, um das leer zu kriegen. Aber sorry, ich bin auch jemand. Ich benutze nicht immer das gleiche Duschgel. Also ich habe im Bad immer so 3, 4 verschiedene stehen. Und dann immer so nach Lust und Laune benutze ich dann halt das, worauf ich gerade Lust habe. Ne? Deswegen dauert das auch immer so ein bisschen, bis ich sowas leer kriege. Ne? Dann habe ich leer bekommen ein Shampoo. Yay! Von, das ist, glaube ich, aus dem Friseurbedarf. Schwarzkopf, Bona Cure Hair Therapy Color Freeze Rich Shampoo. Das ist so ein Shampoo, das man benutzt, wenn man sich gerade frisch die Haare gefärbt hat, weil das halt pH-neutral ist und ja, dadurch halt deine Haarfarbe noch länger anhalten soll, bla 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 halt, ne? Ob das jetzt wirklich so war, ja, kann ich jetzt wirklich nicht viel zu sagen, aber ich fand, das hat gut gerochen und das hat meine Haare schön gepflegt. Und es gibt ja so Shampoos, die dazu führen, dass man schnell wieder fettige Haare kriegt, ne? Aber der war jetzt nicht so. Also bei dem hatte ich das Gefühl, meine Haare haben normal schnell nachgefettet. Genau. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Jo. Und dann habe ich noch 2 Skincare-Produkte leer gemacht. Einmal von, das ist die Müller-Eigenmarke. Das ist so ein Feuchtigkeitsserum gewesen, so Hydra Boost. Ja, so ein Hydra Boost, das mischt man sich dann so in seine Tagespflege. So ein paar Tröpfchen und dann ja, hast du nochmal so einen extra Feuchtigkeitsboost sozusagen. Weil bei mir ist ja das Problem, ich habe ja Mischhaut und ich habe sehr unreine Haut. Also das ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, dass ich sehr oft, also gerade hier so am Kinn oder hier, mal Unreinheiten habe. Und man darf aber nicht vergessen, dass auch unreine Haut Feuchtigkeit braucht. Ne? Das ist immer so ein Fehler, dass man dann viel alkoholische Produkte benutzt, die so austrocknend sind. Und dann produziert deine Haut ja noch mehr Fett und dann kriegst du noch mehr Pickel. Ne? Also es ist eigentlich total der falsche Teufelskreis. Ne? Deswegen auch fettige Haut und auch unreine Haut braucht Feuchtigkeit. Und Feuchtigkeit und Öl ist ja nicht das Gleiche. Ne? Feuchtigkeit braucht deine Haut auch. Deswegen, wie gesagt, habe ich das immer so mal in meine Tagespflege gemischt. Ja, hat mir ganz gut gefallen. Würde ich mir jetzt aber, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Was ich mir aber nochmal kaufen würde, auf jeden Fall, das fand ich richtig gut. Das ist jetzt auch leer, leider. Das war von No Make-up 120 Stunden Hypersleep Feuchtigkeitsserum. Das Zeug ist richtig gut. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr so Skincare-Kanäle verfolgt, aber zum Beispiel dieser X-Skincare, der heißt ja Leon, der findet diese Marke ja auch total toll. Ne? Der hat mit denen zusammen jetzt auch irgendwie so ein Produkt rausgebracht. Also, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, ne? Aber ich verfolge sowas schon ab und zu. Und ja, der empfindet die Marke halt auch total toll. Er ist halt so ein Skincare-Chemiker-Experte, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, dieses Serum ist echt richtig toll. Ne? Also vor allem, wenn man das abends so in seine Nachtcreme mischt und dann schmierst du dir das ins Gesicht und dann hast du echt so richtig schön durchfeuchtete Haut am Morgen, die also 120 Stunden. Sind das 5 Tage? Ja, ne? Ja. Also fand ich sehr gut. Da sind auch Niacinamide drin. Oh Gott, naja, sie hat es nicht so drauf, ne? Naja, auf jeden Fall fand ich sehr gut. Werde ich auch nachkaufen. Ne?
So, ich räume mal kurz auf. So, ich hab's. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, damit ich auch hier wieder ein bisschen Platz auf dem Tisch habe. Jetzt kommen wir endlich zu meiner Kiste mit den Aufgebraucht-Sachen. Yay! Also mit den Aufgebraucht-Düften, ne? Und ja, ich war ganz fleißig, würde ich sagen. Also ich habe echt versucht, viel aufzubrauchen, weil ich habe ja auch so viel, ne? Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man viel hat, will man auch viel aufbrauchen, damit man wieder Platz hat für neue Dinge, ne? So ist das ja. Genau, ich greife jetzt einfach so wild rein. Hat keine bestimmte Reihenfolge. Ich hatte von Duftler war es den Honey und Tobacco in der Lampe. Ich habe das ganze Scentshot reingeschmissen, ne? Ich kenne da ja nichts, ne? Ist mir egal. Habe das ganze Ding reingeschmissen und ja, also dafür, dass ich das ganze Ding da reingeschmissen habe, hätte ich ihn mir intensiver gewünscht. Also er war da, ja, also man hat ihn wahrgenommen, aber es war jetzt nicht so, dass du dachtest, boah. Na, so war es jetzt nicht. Aber es war ein schöner Duft. So. Ne? Kann man mal machen. Dann hatte ich von Duftzauberliebe, da habe ich auch das ganze Ding reingeschmissen. Der Schiedwetter. Ja, aber auch so ein richtig schöner Herbstduft. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe auch das ganze Ding reingeschmissen. Der war aber auch. Der hat geknallt, ne? Der hat geknallt, würde ich sagen. Der war ganz gut. Dann habe ich leer bekommen von Goose Creek Pure White Sands. Den habe ich im Bad angehabt. Also ich hatte den mal im Wohnzimmer an und dann dachte ich so, nee, ist doch nicht, ist nicht so mein Ding. Dann habe ich da irgendwann mal mit Jessie, sei gegrüßt, drüber geredet und dann meinte sie, ja, der ist total toll und wie kannst du den denn nicht gut finden und so. Und dann ist so, okay. Habe den dann nochmal im Bad angehabt und dann fand, also für das Badezimmer finde ich den echt schön. Aber so im Wohnzimmer, würde ich den jetzt nicht nochmal anmachen. Aber ist jetzt sowieso leer. Würde ich mir, glaube ich, auch erstmal nicht nachkaufen. Vielleicht nächstes Jahr im Sommer nochmal, aber da kommen ja auch wieder neue Düfte raus, ne? Wie das ja immer so ist. So, dann habe ich leer bekommen. Oh ne, den habe ich gar nicht leer bekommen. Oh, das ist noch ein hier angedüftelt. Na, der Noah's Ark, den hatte ich noch in der Lampe. Aber meiner ist halt so schon gekippt, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, ob ich den mal wegschmeißen soll. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Moment. Da seht ihr das, der ist schon so zweifarbig. Also von außen ist der ganz anders als von innen. Deswegen. Und der hat halt so einen muffigen Touch irgendwie. Ich glaube, der ist schon durch. Aber, wow. Ich würde mir ja gerne nochmal. Ich würde mir ja gerne nochmal die Kerze davon holen, aber. Wow, kriegt man ja im Moment so schlecht, ne? So, dann habe ich hier von Traumdüfte, Coconut Sandalwood. Kann man auch schon gar nicht mehr lesen. Hatte ich mal in einem Tauschpaket, ich glaube, von Jessie, oder? Ich glaube schon. Ja, da habe ich auch das ganze Ding reingeschmissen. Ne? Ich muss sagen, Traumdüfte und ich. Wir haben eine. So, Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ich werde mit Traumdüfte nicht warm. Der Duft ist schön, aber ich finde, das Wachs ist viel zu weich. Das ist mir zu schmierig. Das ist mir. Das, ich habe da nur alles voll mit Wachs nachher, wenn ich das irgendwie versuche zu teilen oder so. Die Intensität war ganz okay, muss ich sagen. Also, ich würde mal sagen, so mittelgut. Ja, also war jetzt nicht schlecht. Aber ich komme mit dem Wachs nicht klar. Das ist mir zu. Der Duft ist schön, aber ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn ihr irgendwie euch an etwas aufhängt, ja, bei mir ist das das Wachs. Ich komme damit nicht zurecht. Ich weiß nicht. Ich weiß, Traumduft hat viele Fans, aber. Ja. Sorry. So, dann hatte ich in der Lampe Autumn in the Park von der lieben Petra. Sentimental Memory. Würde ich jetzt auch als mittelintensiv einstufen. Also war jetzt auch keine Bombe, aber war jetzt auch. Also er war wahrnehmbar, aber er war jetzt keine Duftbombe. Aber ist auch nicht schlimm, weil muss ja auch nicht immer, ne? Und ne, im Gegensatz zu Serpil hier mit, mit dem Öl, was da schon so schwimmt, ne? Also, ja, also er war gut, ja doch, er war gut. Autumn in the Park hat mir sehr gut gefallen. Der Duft war auch, also der Duft hat mir sehr gut gefallen. Es war ein schöner Herbstduft. So ein Herbstduft, den ich auch mag, ne? Da war jetzt auch kein Kürbis drin und auch kein Zimt oder so. Ja, war ganz ordentlich von der lieben Petra. Von Petra habe ich jetzt auch letztens wieder ein paar Düfte gekauft. Ja, das habe ich, glaube ich, schon. Nee, habe ich noch nicht gezeigt. Kommt noch. Das Video kommt noch. Dann hatte ich von mir selber
ich hatte halt so ein, also ganz, ne, ganz am Anfang des Monats hatte ich halt für mich selber so ein bisschen was gegossen und ich lege das dann halt immer noch mal 2 Wochen zur Seite, damit das so ein bisschen reifen kann, ne? Und ja, dann als die 2 Wochen rum waren sozusagen, jetzt endlich habe ich mal einen meiner eigenen Düfte in die Lampe geschmissen. Der Misty Kaschmir war das. Moment, Moment. Ja. Ja, der war ganz schön. Also was soll man auch über seinen eigenen Duft sagen? So, ne? Ja, ich fand ihn schön. Er hätte intensiver sein können. Also ich meine, ich bin da jetzt auch erst ganz am Anfang so, ne? Ich experimentiere halt viel und guck halt, wie viel Öl mache ich da rein. Und ne, also manche Düfte sind ja von sich aus schon sehr intensiv. Da brauchst du auch nicht so viel reinmachen, aber manche sind halt so ein bisschen dezenter, da musst du ein bisschen mehr reinmachen. Das versuche ich halt alles im Moment so rauszufinden, ne? Deswegen, er war gut. Ich würde ihn auch so als mittelintensiv einstufen. Ja, war auch ein schöner Duft, also ein schöner Kaschmirduft mit ein bisschen Vanille noch mit drin. Ja, hat mir gut gefallen. War ganz gut. Ja, dann habe ich im Badezimmer von Yankee Candle den Coconut Beach drin gehabt. Das war so ein Tart. Ja, ich schmeiß dann im Bad ja auch immer so ein ganzes Tart rein, ne? Ist mir egal. Ich habe da keinen Bock, das dann auch irgendwie zu teilen und die krümeln ja auch so unendlich und ja, ich habe keine Zeit für, ne? Da gibt es wichtigere Dinge im Leben, als sich damit zu beschäftigen. Naja, aber der Duft war sehr schön. Also Coconut Beach ist echt ein schöner Duft. Der war so richtig, so eine richtig süße, cremige Kokosnuss. Hat mir sehr gut gefallen. Ich würde mal sagen, da war auch Vanille drin. War ein schöner, tropischer Sommerduft eigentlich, ne? Aber im Bad ist das ja nicht so schlimm, ne? Kann das ruhig tropisch und sommerlich riechen. Dann hatte ich ebenfalls im Bad der Beach Escape, das war ein Votiv von Yankee. Ja, aber auch gut. Den hatte ich mal im Wohnzimmer gedüftet und dann dachte ich so, oh, nee, ist kein Wohnzimmerkandidat, ne? Aber dann im Bad fand ich ihn ganz schön. War ein schöner Duft. Ist auch, glaube ich, aus der aktuellen Sommerkollektion dieses Jahr gewesen, ne? Jo, war gut. Dann hatte ich eine Lampe. Sorry, die Stimme versagt schon. Von Bea, der Cleos Secret. Den habe ich mir jetzt auch in der Custom, die sie angeboten hat, jetzt im September. Wer hat zugeschlagen? Also, oh, ich habe zugeschlagen, oh mein Gott. Und den Cleo Secret habe ich, meine ich, auch als Clamshell bestellt. War ein sehr schöner Duft. Hat für mich so nach Milch und Honig irgendwie gerochen. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Moment. Ja, irgendwie so Milch und Honig, vielleicht so irgendwie noch so irgendwas würzig, also nicht würzig, aber. Vielleicht so ein Touch Kurkuma oder so war da vielleicht noch drin. Also so in die Richtung ging der für mich. Ja, hat mir gut gefallen. Also Bea-Düfte sind ja sowieso total toll. Ne? Wer mag Bea-Düfte nicht? Genau, dann hatte ich auch wieder im Bad der Island Spa von Yankee. Wieder ein Votiv. Ja, war okay. Er war auch gut da. Zumindest für 1, 2 Tage. Ich glaube, am zweiten Tag habe ich ihn schon fast gar nicht mehr gerochen, obwohl ich das Ganze, nur doch ein halbes Votiv habe ich da reingeknallt. War okay, war mir zu zitrisch. Da war mir eine zu starke zitrische Note drin. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Nee, was heißt, hat mir nicht so gefallen? War okay, aber würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen oder so. Dann hatte ich von Duftkonfetti Eier. Von Duftkonfetti der Island Fresh. Da dachte ich mir, ach komm, schmeiße den auch mal im Bad in die Lampe. Ich weiß nicht, was damit los war, ne? Ich weiß nicht, was damit los war. Die ersten 10 Minuten roch er ganz gut. Auch so nach so Strand und so Sommer. Aber so nach 10 Minuten, ich weiß nicht, oder sind die vielleicht nicht fürs Teelicht geeignet? Das kann natürlich auch sein, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, irgendwie so nach einer gewissen Zeit, ich würde mal so sagen, nach 10, 15 Minuten, hat der so eine komische Note entwickelt, die. Also für mich, also für meine Nase, extrem nach Badreiniger oder so WC-Reiniger oder Klostein oder irgendwie so gerochen hat. Also sehr stechend, so stechend frisch irgendwie, aber halt überhaupt nicht angenehm. Ja, wobei jetzt, wo ich so wieder dran rieche, hat er das nicht. Aber als der warm war, hatte der das total. Tja, weiß ich auch nicht, was da los war. Keine Ahnung. Ja, tut mir leid. Aber. Ich muss ja auch sagen, wie es war. Ne? Ich kann jetzt nicht alles schönreden. Sorry. Ja, dann hatte ich ja, von Iceflower. Den habe ich, genau, als ich den von Duftkonfetti dann rausgenommen habe aus der Lampe. Ach, mein Mann ruft gerade an. Moment. So, kurze Unterbrechung, sorry. Was habe ich gerade gesagt? Also der Duft von Iceflower
für dich. Das war so ein, ja, für dich halt, ne? Da steht jetzt nicht drauf, was da drin ist. Aber den hatte ich quasi, als ich den von Duftkonfetti rausgenommen habe aus der Lampe, habe ich den reingemacht. Und dann dachte ich so, oh ja, so, jetzt habe ich wieder einen schönen Duft hier, ne? Weil das war ein aquatischer Duft. Also, ne, der war halt auch blau. Ein aquatischer Duft, der dann irgendwann so eine Darf-Nivea-Note entwickelt hat. Also mit dem aquatischen fand ich das total schön. Hat mir sehr gut gefallen für dich. Tja, weiß man ja leider nicht, was das war, ne? Aber so habe ich den wahrgenommen. Genau, dann habe ich hier nochmal von Iceflower. Der Pure Happiness, den hatte mir Jessie mal in ein Tauschpaket gelegt. Das war ein sehr schöner Duft. Oh, der hat mir sehr gut gefallen. Also wenn der irgendwie nochmal wiederkommen sollte, das wäre schon ganz nice. Oh, das war ein richtig schöner. Ich rieche, glaube ich, Pink Sugar mit irgendwas Floral-Süßem. Ja, hat mir total gut gefallen. Ja, Pure Happiness hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich in der Lampe von Traumdüfte Banana Bubblegum. Der Duft war ganz schön. Also Banane geht ja immer. Bubblegum ja auch. Der Duft war echt schön. Aber das Wachs, ne? Das Wachs. Es tut mir leid, ne? Aber ich komme mit dem Wachs nicht klar. Aber der Duft war schön. Dann hatte ich in der Lampe. So, jetzt kommen wir schon in die. Ne, es wird jetzt immer weniger. Soul Fragrances, die blaue Creme, das hatte ich mal in einem Tauschpaket. Ich glaube von Susanne. Ich glaube, Susanne war das. Sie hatte mir da mal so sowas eingepackt. Die blaue Creme. Sehr intensiv. Mein Gott, war der intensiv, ne? Also, das waren zwei Schmetterlinge. Ein Schmetterling hat, glaube ich, 3 Tage in meinem Bad gedüftelt. Und dann irgendwann der andere Schmetterling, also hat beide dann irgendwann verbraucht. Sehr intensiv. Puh, also, ja, kann man mal machen, ne? Also Soul Fragrances bei Duftmädchen, die blaue Creme. Also ihr wisst ja alle, welche Creme gemeint ist, ne? Ja, war sehr, hat sehr geknallt. Hat auch dann, also vom Badezimmer auch dann so in den Flur und so, ne? Also den hat man echt gut wahrgenommen. Dann hatte ich von Soul Fragrances den Strawberries Smile. Den hatte mir, glaube ich, Eva mal in ein Paket gelegt. Sieht man das? Ja. Ich werde es irgendwann, werde ich es auch noch mal schaffen, dazu bestellen. Aber entweder vergesse ich es oder ich bin zu spät dran und dann ist nichts mehr da. Oder einmal hatte ich das, da war ich sogar pünktlich, aber da war schon alles reserviert, was ich haben wollte. Also ich kriege es irgendwie nicht hin. Ne? Ich kriege es nicht hin, bei Soul Fragrances mal zu bestellen. Aber irgendwann kommt der Tag, ne? Irgendwann kommt der Tag, da werde ich es auch schaffen. Naja, auf jeden Fall der Strawberry Smile. Das war ein sehr schöner, wässriger Erdbeerduft. Also der war jetzt nicht so künstlich süß erdbeerig. Der war eher so wässrig erdbeerig. Aber jetzt nicht so wässrig im Sinne von, da schmeckt nach nichts die Erdbeere, sondern also es war eine Erdbeernote da. Und dann irgendwie noch sowas, so vielleicht aquatisches, ich weiß nicht. Also irgendwie noch sowas. Ja, was Wässriges irgendwie. Ja, aber war auch total schön, war auch intensiv. Ja, hat mir gut gefallen. Strawberry Smile. War halt ein schöner Sommerduft eigentlich, ne? Aber habe ich im September geduftet. Aber ich meine, wir hatten ja auch ein paar warme Tage, ne? So, dann habe ich hier jetzt noch von Bears Wax Bakery der Blaubeer-Mandel-Käsekuchen. Der war in der Summerbox mit drin. Da hatte ich den mal angehabt. Ich hatte den ja, wie war das denn? Ich hatte den schon mal an, aber dann habe ich den gar nicht so lange gedüftet, dann habe ich den wieder da rausgekratzt aus der Lampe und habe ich ihn wieder ins Tütchen getan. Und irgendwann dachte ich so, ja komm, mach den nochmal in die Lampe quasi, damit er sich jetzt mal ausdampfen kann, ne? Und damit du ihn dann halt auch endlich aufbrauchen kannst sozusagen. War ein schöner Duft, ein schöner, foodiger Mandel-Käsekuchen-Duft, ja, mit der, also die Blaubeere war auch sehr stark wahrnehmbar, hat mir sehr gut gefallen. Ja, doch. War gut. War, glaube ich, mit dem La Habana oder wie hatte sie den genannt? Also mit diesem Havanna-Duft zusammen. Waren das meine zwei liebsten Düfte aus ihrer Summerbox. Ja. Dann hatte ich von der lieben Serpil Serpils Düfte hier auf YouTube Vanilleeis in der Lampe. Also. Wer Serpils Düfte mal düfteln will, ne, oder wer das mal von ihrem Tauschpaket drin hat oder so,
Leute, schmeißt nicht, mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe, schmeißt nicht das ganze Ding da rein, ne? Die duften und duften und duften und duften und duften und es hört gar nicht mehr auf zu duften. Also die sind so intensiv bei Therapy. Oh, die knallen einen so weg, ne? Also ich weiß auch nicht, was sie da macht oder wie sie das macht, aber die Düfte knallen ohne Ende, ne? Also man denkt, so Vanilleeis ist jetzt auch nicht so eine Bombe, ne? Also würde man jetzt nicht so denken, aber mein Gott, Leute, der hat mich weggeknallt, ne? Also der war so intensiv, puh, mein Gott, aber war ein schöner Duft. Also war schöner Vanilleeisduft. Hat mir gut gefallen. Aber das nächste Mal würde ich auf jeden Fall einen halben Cent-Shot nehmen, nicht wieder einen ganzen. Ich habe daraus gelernt. Dann hatte ich von Julia, war das glaube ich, in einem Tauschpaket. Also Julia JB heißt sie glaube ich auf Facebook, auf Instagram. Da hatte sie so einen Darth Vader gegossen. Und zwar von dem Duft Coastal Living von Yankee Candle. Das war so ein riesengroßer Darth Vader-Kopf. Den hatte ich mir dann in zwei geteilt und dann im Bad gedüftelt. Das war ein sehr schöner Duft. Also sie meinte auch, ja, sie war sich nicht sicher, ob der mir überhaupt gefallen würde, weil ich ja so frische Düfte eigentlich nicht so mag. Aber das war ein sehr schöner Duft. Also hat mir gut gefallen. Ja, war schön. War halt leicht grün. Hatte so einen Sea-Salt-Moment, aber irgendwie war der total angenehm. Also hat mir sehr gut gefallen. Tja, hätte ich selber gar nicht gedacht, ne? Dann hatte ich von der Wachsmacherei Rosé Gold oder Rose Gold in der Lampe. War auch ein sehr schöner Duft. Oh, der war richtig schön. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Der war halt so feminin und ja, so sanft irgendwie. Oh, total schön. Hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich in der Lampe, das war Duftzauberliebe, genau. Die steht dann, wenn das so Testerchen sind, schreibt sie da aber nicht drauf, dass das ihre sind. Aber ich weiß es halt von dem Sticker her, dass das ihre, also von Duftzauberliebe, die Testerchen sind. Das war der Bahama Breeze, den hatte ich auch im Bad. War auch ein sehr schöner Duft. War sogar schon fast zu tropisch fürs Bad. Also der war echt so total tropisch, exotisch. So Kokosnuss auch. Ach, war ein total schöner Duft. Hat mir sehr gut gefallen. Bahama Breeze von Duftzauberliebe. Dann hatte ich Traumdüfte. Honey Lavender im Bad. Hatte ich den auch an. Ihr seht auch das Wachs, ne? Ich komme mit diesem Wachs nicht zurecht. Naja, auf jeden Fall Honey Lavender war sehr intensiv. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Aber ja, also man hat auf jeden Fall die Honignote wahrgenommen. Die Lavendelnote, das war ein sehr schöner Duft. Eigentlich dachte ich dann so im Nachhinein eigentlich gar nicht so fürs Bad. Hätte man auch im Wohnzimmer düfteln können. Ja, war sehr schön. Was war ein schöner Duft? So, dann hatte ich auch im Bad die innere Balance oder Inner Balance, je nachdem, von der Wachsmacherei. Das war so eine Blume, so eine kleine. Die war so intensiv. Mein Gott, die war auch, glaube ich, 3 oder 4 Tage am Düfteln. Und bei dem war das sogar so, der hatte so eine zitrische Note. Und irgendwann habe ich diesen Duft sogar geschmeckt. Also ich hatte den auf der Zunge, ich hatte diesen Duft so im Mund, auf der Zunge. Das war total strange. Aber ja, so intensiv war der, also holla die Waldfee. Ja, dann hatte ich von In the Mood Design, das war so ein Prübchen, was sie mir mal beigelegt hat, der Wanna Date. Und der hatte mich dann ja so begeistert, dass ich mir direkt 2 Portionen sozusagen dann noch bestellt habe bei ihr, bei der lieben Sandra. Der Wanna Date war ein Duft, wo ich immer dachte, wird der dir gefallen? Der hat halt auch so einen maskulinen Touch. Aber als ich ihn dann warm hatte, hat er mich so umgehauen. Der hat halt was Maskulines, aber nicht so penetrant maskulin, dass du denkst so, oh nee, mag ich nicht. Sondern der hat einen maskulinen Touch mit noch so was Süßem, Warmen irgendwie. Also ich glaube, Sandelholz oder so ist da auch noch mit drin. Also der ist maskulin und gleichzeitig süß, warm. Also versteht ihr? Der war total schön. Deswegen habe ich mir den noch in zwei Portionen nochmal gesichert. Der Wanna Date. Sehr schöner Duft. Dann hatte ich von Wohlfühlmomente White Tea und Lavender. Den hatte ich auch mal in einem Tauschpaket. Da hatte ich so ein halbes Stück in der Lampe. Hatte ich im Wohnzimmer, glaube ich. Ja.
Fand ich jetzt nicht so. Fand ich nicht so. Die andere Hälfte habe ich auch verschenkt. Und ja, war jetzt nicht so mein Duft, muss ich sagen. Da hatte sich dann Beate bei mir gemeldet. Also eine nette Dame oder Frau von Instagram. Meinte, das ist ihr Lieblingsduft. Und dann sind wir so ein Schreiben gekommen und dann meinte ich so zu ihr, ja, wenn du willst, dann schicke ich dir den halt, ne? Weil ich fand den halt nicht so dolle. Und dann habe ich ihr den geschickt und habe noch so ein paar andere Sachen reingelegt. Und dann hatte sie mir, ja, das hatte ich auf Instagram gezeigt, so ein Dankeschön-Paket geschickt, wo der Pain au raisin von Yankee drin war und der Macaron-Treats, den ich ja auch so liebe. Und so noch andere Sachen hat sie mir dann alle da als Dankeschön quasi geschickt. Das fand ich so süß. Und ja, also danke nochmal. Und ich habe mich echt tierisch gefreut. War eine sehr nette Geste. Dann hatte ich, oh Gott, das klebt hier schon zusammen, von Sandra Beck, von Sandra in the Mood Design, Back to the Island. Da hatte ich mal so ein Pröbchen. Und dann meinte sie immer, ja, den musst du mal testen, den musst du mal testen, der ist bestimmt voll dein Ding und so. Ja, und er war auch voll mein Ding. Das war so ein richtig schöner, tropical, paradiesischer Urlaubsduft. Irgendwie auch mit Kokosnuss und ja, so sommerlich irgendwie, der war total schön. Hat mir sehr gut gefallen. Darf nächstes Jahr gerne wiederkommen, Sandra. Und dann hatte ich von der Max, von der Wachsmacherei Coconut Magic in der Lampe. Den hatte ich auch in einem Tauschpaket. Also, ich habe eigentlich voll viel immer, also voll viel in diesem Monat aus Tauschpaketen gedüftelt. Ja, das war ein schöner Duft. Das war so ein Kokosnussduft mit, ja, mit so einem Vanille-Touch auch, finde ich. Ja, der hat mir sehr gut gefallen. Also ich liebe ja Kokosnuss. Alles mit Kokosnuss ist voll mein Ding. Deswegen hat er mir auch sehr gut gefallen. Dann hatte ich Liebe zum Handmade, Erdbeer-Vanille. Der war von letztem Jahr. Also der war jetzt so ein gutes Jahr alt. Ich weiß nicht, ob es daran lag oder. Liebe zum Handmade hatte ich auch noch nie so wirklich was von, außer jetzt das. Und ich glaube, ein paar Sachen habe ich noch aus Tauschpaketen und so, aber. Also ich habe da noch nie was bestellt oder so und ich fand den schon sehr, sehr schwach. Also ich habe das ganze Ding auch reingeschmissen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. War das eine Blume oder so? Ich habe da kaum was gerochen, ne? Und nach ein, zwei Stunden war der Duft auch weg. Also da habe ich das Wachs dann auch gewechselt, weil ich habe gar nichts mehr gerochen. Ja, schade. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es lag. Ja. Dann hatte ich, ja, von Sensi, der Welcome Little One. Auch aus einem Tauschpaket und das war auch der Grund, warum ich dann das Bar gekauft habe. Ja, ein schöner Duft, ne? Aber leider so, so schwach, ne? Naja, dann hatte ich von Yankee Candle den Tuscan Waters. Das ist aus dieser Simply Home Reihe. Also Simply Home ist in Amerika das, was bei uns diese Home Inspiration sind, ne? Also so eine Drogerie-Reihe von denen halt, ne? Also Simply Home war jetzt auch nicht intensiv, also. Ja. War ganz nett, so ein netter aquatischer Duft. Mit ein bisschen Kokosnuss auch mit drin, glaube ich. Aber. Aber, ja, war jetzt, wie gesagt, auch nicht intensiv oder so. Müsste ich jetzt auch nicht nochmal haben. Wir sind auch schon fast durch. Ich hatte von Traumdüfte jetzt noch den Sweet Paradise. Den hatte ich auch im Bad, glaube ich. Ja, gucken wir mal. Ja, also irgendwie erinnere ich mich gerade nicht mehr an den Duft. Aber mir kommt was Kokosnussmäßiges entgegen. Ja, aber ich rieche nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Und ehrlich gesagt kann ich mich auch gar nicht mehr an den erinnern. Also ist er mir scheinbar nicht in Erinnerung geblieben. Ja. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nichts zu sagen. Sweet Paradise. Aber mir kommt ein Hauch Kokosnuss entgegen. Also irgendwie sowas war das auf jeden Fall. Jo. Dann meine zwei letzten. Dann sind wir auch endlich durch. Von Bea. Bea's Wax Bakery. Smoked Vanilla. Den hatte ich, glaube ich, auch von Jessie im Tauschpaket. Oh, das war ein schöner Duft. Das war ein schöner Duft. Der war so schön rauchig, aber nicht zu stark rauchig, sondern wirklich so angenehm. Dann mit der Vanille. Oh, das war ein schöner Duft. Das war ein schöner Duft, ja, der hat mir sehr gut gefallen.
Der Smoke Vanilla. Kann gerne nochmal wiederkommen. Und das ist jetzt auch der letzte Duft von Ice Flower Beach Life bei Pamela oder Pamela, je nachdem, wie man es ausspricht. Den hatte ich auch in einem Tauschpaket. Ich glaube auch von Jessie. Ja, das war ein schöner Duft. Das war ein schöner Duft. Ja, Beach Life. Also rieche ich auch irgendwie schon wieder Kokosnuss. Ja, mit so was leicht exotischem, strandigem, irgendwie so Beach halt. Ja, Beach Life. Ja, doch, der hat mir auch sehr gut gefallen. Kann man nicht meckern. Oh, Gießdatum Juni 2018. Ja, über 3 Jahre alt schon. Aber hat immer noch gut gerochen. Da kann man nicht meckern. Ja. Andersrum. So. Sorry, das ist übrigens mein Arm, der hier immer so Geräusche macht. Nicht, dass ihr denkt, ich pups hier oder so. Ja, die Kiste ist leer. So voll die fancy Kiste, ne? Eigentlich ist das so, naja, ist auch egal. Ja, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Ich glaube, das reicht jetzt auch von mir, ne? Ihr habt euch mal gequatscht, jetzt genug angehört und ja, einiges, ne? War einiges jetzt. Also viel angedüftelt auch und viel auch aufgebraucht. Aber ich hatte es mir auch vorgenommen, ne? Mein September sollte ein Aufbrauchvideo werden, also ein Aufbrauchmonat sozusagen, damit ich halt auch viel zeigen kann, weil ich halt auch viel loswerden wollte, damit ich, also loswerden klingt so gemein, ne? Aber ich wollte halt viel aufbrauchen, damit ich auch viel, also damit ich auch wieder Platz für neue Sachen habe, ne? Sonst hat man und weiß gar nicht wohin damit, ne? Also, ja. Es ist ja nicht so, dass ich nicht wenig hätte, ne? Nee, andersrum. Es ist ja nicht so, dass ich nicht viel hätte. Ach ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ja, erzählt mir doch mal, habt ihr auch viel gedüftelt diesen Monat? Was sagt ihr zu meinem aufgebraucht und angedüftelt? War das viel? War das wenig? War schon viel, oder? Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Also Leute, macht's gut!